Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ryzen. Und zwar, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, wenn ich mich richtig erinnere. Also werden wir natürlich hier weitermachen mit Nelson. Wenn du es drauf anlegst, poliere ich dir gerne nochmal die Fresse. Oh, was mit dem? Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Komm mit! Mist, verdammter! Es gibt Ärger! Du weißt, was du zu tun hast. Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke, ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung, dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück, du wirst es brauchen. Wir sehen uns. Na gut, dann schauen wir uns mal noch fertig da unten. Oder jetzt werde ich wieder Riesen-Batman. Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Wer hat hier das Sagen? Bruder Tristan. Du findest ihn meistens vor dem Bauernhaus. Er hat die Verantwortung für unseren Bauernhof hier übernommen. Ah ja. Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellurs Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tellur hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Da bin ich dabei. Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof.
Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Wer bist du? Wissen wir, wer du bist? Das ist dieser komische Ohrmann. Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Lass uns handeln. Ja, der Funnel im Angebot. Jetzt kann ich ja mal die ganzen Müll, die ich nicht mehr brauche, verscherbeln. Oder wie funktioniert das? Kostet Gold wert 30. Nimm alle Heiltränke, die da hast, nehme ich mit. Ja, so kann man es machen. Gut. Den Rest werde ich wahrscheinlich erst mal selber brauchen. Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremde. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Na gut.
Suchst du was Bestimmtes? Was willst du hier? Hier steht etwas über Magie. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich suche Arbeit. Auf unserem Hof gibt es mehr als genug zu tun. Geh zu meinen Brüdern und lass dir eine Aufgabe geben. Wir haben nicht viel, dennoch werden wir dich gerecht entlohnen für deine Arbeit. Okay. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Oh. Was passiert, wenn man hier Ärger macht? Das hat nämlich K.O. geklopft, der Arsch. Mein Schwert hingeflogen. Schwert, wo bist du hingeflogen? Okay, Opa, du willst es ja nicht anders. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Wichser geht nicht tot. Was passiert, wenn man hier Ärger macht? Scheiße, Wichser hat mich schon wieder K.O. gehauen. Suchst du was bestimmt? Mach, dass du wegkommst, Dieb! Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Mal raus da aus der Hütte. Lass den Dieb nicht entkommen! Nimm ich alles mit. Was passiert, wenn man hier Ärger macht? Na, wenn das kein Nachspiel hat. Hat der Sträuch mich erstmal K.O. gehauen. Pass auf, was du anfällst. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Was passiert, wenn man hier Ärger macht? Na, wenn das kein Nachspiel hat. Naja, ich weiß sowieso, dass ich zu den Dieben gehe. Also ob ich nun jetzt beklaue den Hund oder später, das ist eigentlich relativ egal. Was suchst du hier? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Was willst du? Wagst es hier zu stehlen? Jo. Nee, jetzt verpiss ich Bleib nur. Stehen! Nö. Ich krieg dich noch. Siehst du, das kommt davon. Irgendwann gibt das noch mächtig Ärger. Naja. Da ich sowieso jetzt für die Dieben gehe, ist das eigentlich scheiße im Kleister egal. Hopp. Sollen wir mich erstmal ein bisschen an, was anziehen? Oh, wieder besser, wenn man was anhat hier. Ich sehe gerade, irgendwie ist mein Bogen weg. Das ist nicht gut. Naja, gut, egal. Ich kriege erstmal ein Autosave. Na, okay. Dann werden wir uns mit dem nochmal reden hier. Ah, ne, warte mal, ich muss ja erstmal ins Tal. War da nicht mich irgendwas, dass ich noch mit der Alten da reden sollte? Ich würde doch sehr irgendwas Bescheid sagen unten. So,
Logischerweise mit Dings komme ich schneller vorwärts. Mit Hopsen als mit Laufen. War euch das auch schon mal aufgefallen, dass man mit dem Sprung schneller vorwärts kommt als mit dem Fuß? Hopp. So, da bin ich wieder. Du bist zurückgekommen. Ja. Und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen. Doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Na, ich danke dir doch. Ich habe übrigens auch ein Wasser für Rufus gefunden. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Genau. Ja? Das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Danke. Vielen Dank. Bitte, bitte. Du bist ein guter Mensch. Keine Pass Ursache. Gut auf dich auf. Wäre schade drum, wenn es dich doch noch erwischt. Bleib anständig. Nö, nix anständig. Ich jetzt sowieso zu dem Team gehe. Weil Dings interessiert mich gar nicht. Magisch. Magie benutze ich wahrscheinlich sowieso selten. Hopsen wir wie ein Kanickel durch die Kante. Durch die Kante. Ich fällt gerade auf, der hat gar keine Schuhe an. So, mein Freund. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem. Folge mir. Alle verrecken! Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Große fette Eber, wenn ich das richtig sehe. Gibt's hier hinten außer den Eber noch irgendwas? Au, au, au! Ich brauche hier mal Unterstützung, der macht Aua dann. Beschäftigen tut, kann ich mich hinten ganz gemütlich das Zeug abkassieren. Sind noch mehr? Nope, okay, dann ist weg hier. Alle verrecken! Weiter jetzt! Ah, oh, keine Hektik. Da,
Siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Da gehe ich doch mal gucken. Oder sagt ihr? Aber wir müssen hier aber auch gleich wieder einen Cut machen, sehe ich gerade. Oh, hier gibt es viele, viele böse Käfer. Deswegen werden wir hier einen Cut machen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Also dann, haut rein, bye bye.